Der Immobilienmarkt im Bezirk Ems bewegte sich im ersten Halbjahr 2019 auf hohem Niveau leicht bergauf. Guten Tag, meine Damen und Herren, bei mindestens 99 Sekunden Remax Immobilienspiegel online für den Bezirk Krems. Generell haben im gesamten Bezirk Krems im ersten Halbjahr 2019 um 15,9% mehr Immobilien ihren Besitzer gewechselt. Das entspricht einem Gesamtvolumen von über 86 Millionen Euro im Bezirk Krems. Im Bezirk Krems wurden im ersten Halbjahr 2019 124 Eigentumswohnungen verkauft. Das entspricht einem Gesamtverkaufsvolumen von ca. 19,9 Millionen Euro oder einem Einzelpreis pro verkaufter Wohnung von ca. 155.000. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 wurden somit um 14,2% mehr Eigentumswohnungen in Krems verkauft und das mit rund 4,2% einem höheren Preis. Dazu noch zwei Zahlen. Im Bezirk Krems-Stadt und Krems-Land differieren die Verkaufspreise der Eigentumswohnungen sehr stark. So wurden im ersten Halbjahr 2019 ein Durchschnittspreis für eine Eigentumswohnung in Krems-Stadt von ca. 167.000 Euro erzielt, hingegen in Krems-Land von ca. 134.000 Euro. Bei Neubauprojekten wird sogar in der Stadt Krems bis zu 6.000 Euro am Quadratmeter verlangt. Bei den Einfamilienhäusern wurden 71 Objekte in Krems, im ganzen Bezirk Krems verkauft, zu einem Durchschnittspreis von 200.800 pro verkauften Objekt. Gesamtvolumen waren ca. 15,8 Millionen und so kam es im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 zu einem deutlichen Preisanstieg von ca. 23% pro verkaufter Immobilie im Bezirk Krems. Hier muss man natürlich wieder die Ausreißer herausnehmen, wie zum Beispiel ein verkauftes Einfamilienhaus um sage und schreibe 2,1 Millionen Euro. Auch bei den Einfamilienhäusern gibt es ein starkes Gefälle zwischen Krems-Stadt und Krems-Land. So wurden im Bezirk Krems-Stadt im ersten Halbjahr 2019 19 Einfamilienhäuser mit einem Durchschnittspreis von 376.000 verkauft. In Krems-Land wurden zwar 55 Einfamilienhäuser verkauft, aber lediglich um einen Verkaufspreis von durchschnittlich 192.700. Das Positive für alle Einfamilienhausbesitzer ist, dass die Randbezirke rund um die Stadt Krems deutlich aufgewertet haben. Abschließend noch ein paar Worte zu den Grundstückspreisen im Bezirk Krems. Natürlich kommt es prinzipiell darauf an, auf die Lage und auf die Widmung des Grundstückes. In der Stadt Krems selbst sind Baugrundstücke absolute Mangelware und deshalb sind die Preise in den letzten Jahren hier rasant gestiegen. Von dieser Entwicklung profitiert haben natürlich auch die Nachbargemeinden direkt um die Stadt Krems herum, wo ebenfalls die Grundstückspreise gestiegen sind. Deutlich tiefere Preise bekommen Sie bei uns in den Gemeinden des Waldviertels. Unser Tipp zum Schluss: Für alle, die Eigentum erwerben wollen, werden Sie jetzt aktiv. Die Kreditzinsen sind auf einem historischen Tief und die Angebote werden in nächster Zeit nicht allzu stark steigen. Für alle, die verkaufen wollen, gilt das Gleiche. Die Konjunktur ist noch gut, die Kaufstimmung ist noch gut und mit unserem digitalen Angebotsverfahren schaffen wir für alle Interessenten faire Bedingungen, um die Kaufpreisfindung zu gestalten. So, die Zeit ist jetzt um. Bleiben Sie Immobilien mobil. Ihr Stefan Tiefenbacher.